Mal gruselig. Mal lustig. Mal pieksig. Und auch mal ganz glatt. Mal kritisch. Und mal einfach nichts. Aber alle haben sie eine Sache gemeinsam. Irgendwas mit Gott. Wo ist Gott? Fragt diese Ausstellung des Wormser Kunstvereins in Zusammenarbeit mit den Nibelungenfestspielen. Für viele Gäste die erste Ausstellung dieser Art nach langer, langer Zeit. Und das kommt an. Auch wenn das Thema schwierig ist, ist das Interesse groß, denn die Wormser sind hungrig auf Kunst. Und er stillt den Hunger, Dr. Klaus-Michael Döll, erster Vorsitzender des Kunstvereins. Sein Menü ist vielfältig und bunt, schwierig ein Lieblingsstück zu finden. Also ich finde fast alle Werke sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil sie aus allen Sparten der Kunst sind. Sei es Malerei, Videoinstallation, Installation, Plastik. Aber dieses Bild, vor dem wir jetzt stehen, von Ben Willikens, dieser sakrale Raum, man könnte sich einen Abendmahlstisch vorstellen, finde ich sehr beeindruckend. Die Ausstellung steht im Rahmenprogramm zu den Nibelungenfestspielen in diesem Jahr. Eine doch zunächst absurde Vorstellung, wie Nibelungen in diese Kunst passen soll. Ja, also wir haben ja dieses Jahr das Lutherstück vor dem Wormser Dom und haben uns dann mit dem Kunstverein zusammen überlegt, was wir denn künstlerisch hier als Kooperation machen können. Wo ist Gott? Eine Frage, die den Reformator Martin Luther wahrscheinlich genau so und doch eigentlich ganz anders beschäftigt hat als diese Ausstellung. Christliche Bildsprache im 21. Jahrhundert, wie kann das funktionieren? Das sind Motive, die jeden berühren, ob Christ oder nicht Christ, trotz oder eben durch ihre biblische Natur. Sie sollen nicht nacherzählen, sondern schön sein. Erschrecken und bewegen oder kritisieren. Ein Blick in die Zukunft mit Bildern der Vergangenheit. Kunst zum Nachdenken und Hinterfragen, das ist Lena Bergler, der künstlerischen Leitung des Vereins, wichtig. Frau Bergler, wir stehen hier vor einem hochinteressanten Bild, für mich hochinteressanten. Können Sie uns dazu was sagen? Ja, sehr gerne natürlich. Das Gemälde ist von Buja, ein Künstler, der so im Street-Art-Graffiti-Style arbeitet. Und wir sehen ein ganz klassisches religiöses Motiv. Aber man sieht auch, dass hier wirklich mit einer Sehgewohnheit gebrochen wird. Es ist eine Madonna mit dem Jesusknaben, wie wir es vielfältigst kennen seit Jahrhunderten in der Kunst. Und dieses Jesuskind, man sieht, es ist sozusagen in die heutige Zeit hineingeraten und hat ein Handy in der Hand, macht ein Selfie damit, wie man sieht. Und das ist sozusagen so, man kann es in der biblischen Sprache auch sagen, der Fingerzeig auf die heutige Gesellschaft, wo eben auch schon kleine Kinder mit dem Smartphone umgehen wissen und eben auch so ein bisschen diese kritische Hinterfragung, inwieweit sozusagen diese digitale Welt eben schon so früh auch bei den Kindern angesiedelt wird und dann natürlich auch die Glaubensfrage, ist der Glaube ins Digitale abgerutscht. Da prallt die christliche Welt auf die Neuzeit. Richtig, genau, richtig. Genau, es ist tatsächlich eine Übersetzung des Themas in die heutige Zeit und damit gleich eine Hinterfragung, was haben wir eigentlich heutzutage für Glaubenssätze in der Gesellschaft, ganz allgemein, was bedeutet uns das Thema überhaupt? Frau Bergler, haben Sie denn so Exponate, die Sie ganz besonders mögen? Ja, tatsächlich. Man verliebt sich ja auch als Kuratorin in gewisse Werke, in die Kunst und hat natürlich auch einen ganz persönlichen Geschmack, das ist klar. Da gibt es ein Werk von Simon Chapler, ein Berliner Künstler, der auch eigens für die Ausstellung ein Werk geschaffen hat. Ein New Age Believer, wie er ihn nennt, ein Johannes, dessen Brust mit weltlichen und christlichen Insignien tätowiert ist, nimmt auch Bezug auf Luther, eben auf diese Kooperation dieser Ausstellung, die ja eben entstanden ist durch die Kooperation mit den Nibelungenfestspielen und dem Thema Luther. Wir haben hier noch zwei ganz interessante Bilder. Wenn Sie dazu was sagen könnten, einmal hier und das. Ja, sehr gerne. Also hier sehen Sie ein Banksy. Und auch da ist es ein tiefer Bruch mit den Motiven der christlichen Ikonografie, die man geläufig kennt. Auch wieder eine Madonna,
die wir sozusagen mit dem Jesusknaben sitzt oder da liegt und man eigentlich erwartet, er wird gestillt. Aber hier wird er nicht gestillt, sondern er wird mit der Flasche gestillt, gefüttert. Und auf der Flasche, die ja auch markant in Gelb hier dargestellt ist, da sieht man das Giftsymbol. Und das impliziert eben auch ganz klar, dass eben Banksy sagt, wo sind eigentlich die natürlichen Instinkte der Eltern im Umgang mit den Kindern. Und er nutzt im Prinzip so ein traditionelles Motiv, um auf solche Themen aufmerksam zu machen, weil er weiß, das ist in unserem Bildgedächtnis verankert. Wir kennen alle Madonnendarstellungen mit dem Jesuskind und sind vielleicht auch erstmal erschrocken. Was zeigt der da eigentlich? Was macht der da eigentlich? Und das macht er eben ganz bewusst. Also er spielt ganz bewusst mit diesen traditionellen Motiven und nutzt die, um sozusagen Themen ganz klar, auch ein bisschen brachial zum Zuge zu kommen. Es zeigt also dann auch klassisch, dass Werte von früher in der heutigen Zeit verloren gegangen sind. Ja, das ist die Frage, ob das jetzt wirklich so ein Verlust von Werten ist. Aber es ist sozusagen tatsächlich wirklich also gesellschaftliche Themen, die er sozusagen kritisch verwenden möchte. Also es hat nicht mit Kirchenkritik zu tun, dass er jetzt dieses Motiv nimmt. Er will jetzt nicht die Kirche irgendwie damit anprangern, sondern er nutzt es wirklich ganz bewusst, weil er weiß, da stolpert man als Betrachter drüber. Da kriegt man die Aufmerksamkeit. Das ist sozusagen ja auch ein großes Thema. Wie gewinnt man eigentlich in der digitalen Welt heutzutage, in der wir uns ja bewegen und so viel Informationsfluss ist, wie gewinnt man eigentlich die Aufmerksamkeit? Und das ist natürlich so ein Kunstgriff. Er nutzt das sozusagen dafür. Frau Bergler, sehr viel interessante Ausstellungsgegenstände. Wann kann man denn die als Wormser sehen? Immer samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Und wir haben auch zwei Veranstaltungen zu dieser Ausstellung. Einmal eine Führung schon übermorgen am Sonntag, den 27. um 11 Uhr. Da bitte auch anmelden. Und dann haben wir ein wunderbares Gespräch, muss man sagen, Kunst und Religion mit Dr. Oehlschläger. Das ist am 8. Juli und das ist um 19.30 Uhr. Da sind Sie auch herzlich willkommen. Dann zwei Daten, die sich die Wormser merken sollten. Ich darf mich recht herzlich bedanken und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Ausstellung. Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen. Die Ausstellung ist noch bis zum 25. Juli besuchbar. Bis dahin können Besucher eine überwältigende Vielfalt an Kunst erleben und ganz persönlich fragen, wo ist Gott? Thank you.